Liebe evangelische und katholische Mitchristen, sehr geehrte Damen und Herren, im Namen der evangelischen und der katholischen Kirche im Westerwald begrüße ich Sie recht herzlich zu unserem heutigen Nachmittag. Die Vorbereitungsgruppe hat nicht aufgehört zu fragen und zu bohren und wir freuen uns, dass zwei namhafte Gesprächspartner heute Nachmittag hier sind. Einmal der Bischof des Bistums Limburg, Herr Dr. Georg Betzing, und der Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche von Hessen-Nassau, Herr Dr. Volker Jung. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute Nachmittag hier und für uns als Gesprächspartner zur Verfügung zu stehen. 500 Jahre Reformationsgedenken, schon früh haben die beiden großen christlichen Kirchen vereinbart, dies zu einem gemeinsamen Gedenken zu machen, zu einem Christusfest. Und dem soll auch der heutige Nachmittag dienen, sich Gedanken zu machen, wo liegen mehr Gemeinsamkeiten als Trennendes, was führt uns näher zusammen. Wir freuen uns, dass Sie so zahlreich gekommen sind und an diesem Nachmittag teilnehmen. Stellvertretend begrüße ich auch für die Vertreter des öffentlichen Lebens, sind einige hier aus den Verbandsgemeinden und den Ortsgemeinden, begrüße ich recht herzlich unseren Landrat, Herrn Achim Schwickert, und für die Stadt Montabaur in Vertretung von der Frau Bürgermeisterin Wieland, den ersten Beigeordneten, Herrn Gerd Frink. Vielen Dank, dass wir hier zu Gast sein dürfen. So, jetzt möchte ich von der wertvollen Zeit, die uns die beiden Referenten zur Verfügung stehen, nicht mehr viel nehmen, sondern uns einen angenehmen Nachmittag wünschen. Moderiert wird er von Herrn Meinhard Schmidt-Degenhardt. Wir freuen uns, dass er auch sich die Zeit nimmt. Wir kennen ihn vom Hessischen Rundfunk, meistens aus dem Fernsehen, und er wird heute Nachmittag diese Veranstaltung moderieren. Vielen Dank, Herr Schmidt-Degenhardt. Und jetzt wünsche ich uns... Jetzt wünsche ich uns eine gute und segensreiche Veranstaltung. Wir möchten unser Treffen mit einem kleinen gemeinsamen Gebet beginnen. Allmächtiger, guter Gott, in deinem Namen sind wir heute hier zusammengekommen. Wir wollen gemeinsam bedenken, wie wir dich neu entdecken und unsere Kirche neu gestalten können. Wir bitten dich, schenke du uns deinen Geist, dass wir in dieser Welt dein Wort bezeugen können. Schenke du uns den Geist der Versöhnung. Jesus Christus, du unser Heiland, du unsere Hoffnung, du unser Erlöser, sei du das Brot, von dem wir leben. Sei du das Licht, durch das wir sehen. Sei du der Weg, auf dem wir gehen. Amen. Und das Licht entzünden wir jetzt auf einem Kerzenständer Westerwälder Keramik mit Widmung. Herzlichen Dank, Herr Weik. Herzlichen Dank, Herr Neuss, Herr Wartenheuer. Dankeschön für die Begrüßung. Und auch meinerseits jetzt, die Lichter sind entzündet. Ein ganz, ganz herzliches Willkommen in Montabaur. Und als allererstes sage ich mal, wow. Ein so voller Saal am Samstagnachmittag. Komplimente. Das gibt es vielleicht nur in Montabaur. Siehste. So. Willkommen an diesem 30. September. Ist Ihnen das eigentlich klar, dass das ein ganz besonderes Datum ist? Heute geht der Monat zu Ende. Das ist genau ein Jahr her, dass die Katholiken unter Ihnen einen neuen Bischof bekamen, Bischof Georg. Damit sind so Lachen und Fröhlichkeit wieder zurück nach Limburg gekommen. Darf man ruhig mal sagen, oder? So. Aber dieser 30. September hat noch etwas auf sich. Und zwar die Protestanten unter Ihnen, vielleicht wissen es einige, sie feiern heute Geburtstag. Der 70. Geburtstag der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Vor 70 Jahren in Friedberg gegründet. Also, wir haben das Einjährige oder den Einjährigen und die 70-jährige EKHN. So. Und dann gibt es aber noch etwas Drittes. Das sollten wir nicht vergessen. Heute, an diesem Samstag, am Schabbat,
feiern die Juden weltweit Yom Kippur, den höchsten Feiertag, Fest und Fasttag. Und vor allem, das ist das Versöhnungsfest, wo der Mensch sich mit Gott und den Menschen versöhnt. Und wenn ich diese drei Punkte nehme, das Einjährige, die 70-Jährige und 500 Jahre Reformation und das alles am Versöhnungstag. Also jetzt müssen wir drei nur noch liefern. In dem Sinne herzlich willkommen, Georg Betzing und Volker Jung, bitteschön. Ganz offiziell. So. Herr Betzing, bitteschön. Herr Bischof, Sie links außen oder rechts außen? Das ist ja so schön. Jeder immer. Perspektive. Jeder. Ist immer die Perspektive. Als wir so im Vorbereitungsteam zusammensaßen, da ist auch ganz schnell klar geworden, wir reden über viele wichtige Themen nachher miteinander, aber man will auch was persönlich von Ihnen beiden kennenlernen. Also deswegen machen wir erstmal so ein kleines Warm-up. Sie kennen das vielleicht von einer Party. Ich sage Ihnen gleich einfach ein Stichwort. Und der erste Gedanke zählt. Also wenn ich sage blau, sagen Sie wundervoll, wenn es so ist, was auch immer. Einfach ein paar Stichworte, damit wir mal mitbekommen, wie Sie ticken. Darf ich das schon mal sagen? Okay, ich fange bei Volker Jung an. Nicht die 70 Jahre, ich weiß, Sie sind viel, viel jünger. Aber er ist der Dienstälteste und deswegen beginnen wir. Erstes Stichwort, Ihre Assoziation. Der erste Gedanke zählt. Papst. Ein netter Mann. Luther. Ein wichtiger Theologe. Urlaub. In drei Wochen. Westerwald. Heimat. Glück. Jeden Tag. Wahlergebnis. Bedenklich. Lust. Auf einen schönen Nachmittag. Geld. Zu viel und zu wenig. Jamaika. Gute Sprinter. Steak. 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 Ich bin ein Freund von Lebensmitteln. Hühnersuppe. Wenn es mir schlecht geht. Himmel. Meine Zukunft, hoffentlich. Sehnsucht. Okay. Das ist jetzt eigentlich fast mit das Schwierigste. Persönlich gibt es da sicher eine ganze Menge, aber die Sehnsucht heute ist durchaus eine ökumenische. Okay, lassen wir mal so stehen. Jetzt machen wir noch mal kurz weiter. Auch mit der Bitte um eine kurze, präzise Antwort, Bischof Betzing, Ihr Hauptcharakterzug. Verlässlichkeit. Ihr größter Fehler. Dass ich kaum Nein sagen kann. Und Ihr Fehler? Ungeduld. Und Ihr Charakterzug? Gründlich. Gibt es ein Lebensmotto, Herr Jung, bei Ihnen? Ist nicht das offizielle Bischofsmotto, oder ein Lebensmotto. Gibt's Bischofsmotto gibt es ja. Nein. Bei Ihnen? Ja, mit einem Lächeln ist schon viel getan. Also das ist ein Motto. Getan, gleich haben wir es geschafft mit dem Warm-up. Eine letzte Frage. Was macht der Kirchenpräsident, wenn er nicht Kirchenpräsident ist? Sag mal, haben Sie ein Hobby? Haben Sie eine Modelleisenbahn im Keller? Nein, viele wissen ja, dass ich eine große Beziehung zum Sport habe. Und ich nutze wirklich die Möglichkeiten, wenn es irgendwie geht, laufen zu gehen. Und ansonsten ist meine Frau auch noch da. Okay, jetzt hätte ich fast gesagt, das Problem haben Sie nicht, Bischof Betzing. Entschuldigung, schönen Gruß an Ihre Frau. Entschuldigung, Herr Jung. Was würden Sie sagen, gibt es ein Hobby? Haben Sie im Bischofshaus? Da will ich jetzt nicht über das Haus reden, aber okay, gut. Haben Sie ein Bischofshaus? Ja, ich habe ein Haus und die Woche, als ich Donnerstagabend zurückkam, habe ich gedacht, wofür hast du eigentlich ein Haus? Nur für zu schlafen. Mhm. Also das ist so der Rückblick aufs letzte Jahr. Aber ein Hobby? Ich koche gerne, ich mache gern Musik. Würde ich prima. Sagen. So, dann gehen wir jetzt in die nächste Runde. Jetzt wird es ein bisschen aktueller, politischer auch.
Wir können heute am 30. September hier nicht zusammenkommen als Staatsbürger, wenn wir nicht auch ein bisschen noch mal drüber nachdenken. Müsste offen sein, ja. Über den 24. September, dieses Wahlergebnis. Steigen wir ruhig mal damit ein. Diese 12,6 bundesweit der AfD. Die Flaschen müssen an sich offen sein. Sonst da ist ja, es ja, offen. Hier, ja, wir sortieren auch. Uns gerade so ein okay, bisschen. Okay, ne? Gut. Genau. Sonst gebe ich ja, ich gebe Ihnen die Flasche. Bitte schön. Die Reaktion, Herr Jung, ich habe bei Ihnen gelesen, Sie haben gesagt, das sind teilweise rechtsextreme Positionen, die sind nicht vermittelbar mit dem christlichen Menschenbild. So. Auf der anderen Seite, ich habe in dieser Woche mit einem hohen Würdenträger, einem Kardinal, gesprochen, der hat gesagt, was ihn am meisten erschreckt hat, ist, dass auch so viele Christen diese rechtsextreme Partei gewählt haben. Und die Wahlanalyse zeigt uns, dass wir fast repräsentativ in beiden Konfessionen, nach Landstrich nochmal unterschiedlich, eben diese 12, 13, 14% Katholiken, Protestanten, AfD-Wähler haben. So, wie gehen wir damit um? Herr Jung zunächst. Na, erstmal ist es, glaube ich, nichts Verwunderliches. Es ist auch nichts, was wir nicht, glaube ich, vorher irgendwie gewusst oder geahnt hätten. Das sagen ja immer so alle Prognosen. Es gibt, sagen wir, 10 bis 15% der Menschen, die auch durchaus bereit sind, eine Partei mit extremen Positionen zu wählen. Und das ist, da sind wir, unterscheiden wir uns, glaube ich, in den Kirchen nicht von der übrigen Bevölkerung. Für mich war es trotzdem sehr erschreckend, dieses Wahlergebnis. Und ich möchte aber deutlich unterscheiden zwischen denen, die die AfD gewählt haben. Das mag unterschiedliche Gründe geben. Da gibt es auch viele, die sagen, ich muss jetzt irgendwie, muss da mal Bewegung rein oder es muss mal. Ich würde deswegen nicht sagen, dass die Wählerinnen und Wähler der AfD rechtsradikal oder rechtsextrem oder rechtspopulistisch sind. Das hoffe ich wenigstens. Das hoffe ich wenigstens. Aber eine Partei muss man dann nach beurteilen, was sie in ihr Programm schreibt und wie sich die führenden Repräsentanten dieser Partei äußern. Und da entdecke ich bei der AfD schon einige Positionen, von denen ich sagen würde, die sind mit meinem christlichen Menschenverständnis nicht vereinbar. Aber wie gehen wir damit um? Entschuldige, ich würde jetzt mal auch Bischof Betzing kann. Herr Betzing, wie gehen wir damit um? Wir sind ja ganz nüchtern, müssen sehen, in den Pfarrgemeinderäten, in den Synoden bei Ihnen, da sitzen die Menschen auch. Ist Kirche da noch anschlussfähig oder ist das eine Situation, wo Sie sagen, da muss Kirche auch möglicherweise eben bewusst eine Grenze ziehen des Gesprächs? Wie gehen wir damit um? Wie gehen Sie es im Bistum an? Also zunächst mal sind wir noch in der Analyse. Also ich bin nicht ganz Ihrer Meinung. Unter den Christen sind wohl etwas unterrepräsentiert, die Wähler der AfD. Aber erschreckend hoch. Also wenn es stimmt, 9% der Katholiken, 11% der Protestanten, dann ist das erschreckend hoch und dann ist das auch Arbeit für uns in unseren Kirchen. Das ist nicht vom Himmel gefallen. Wenn ich mich ganz klar etwa beim Neujahrsempfang dazu äußere, wir bleiben dabei bei der Willkommenskultur für Flüchtlinge, bekomme ich E-Mails, Briefe, die mich attackieren und sagen, habt ihr es immer noch nicht kapiert? Ja? Und das sind Christen, Katholiken, die mich dann anschreiben. Also ich glaube, auf der einen Seite mehr Gespräch, auf der anderen Seite aber, und das haben beide Kirchen auch im Vorfeld der Wahl gezeigt, klare Kante zu bestimmten Sachthemen. Kein Nationalismus, wer Europa ablehnt, kann ich gleichzeitig sagen, er ist für die christlich-jüdische Kultur. Ein Rassismus, der das Recht jedes Menschen auf Würde und Aufnahme bestreitet, gehört nicht in unsere Gesellschaft hinein. Das will ich nicht und das werde ich laut und deutlich sagen, jedem, der mir so entgegentritt. Okay, jetzt sind wir schon mitten in der politischen Debatte drin. Ich glaube, das kann liegen bleiben. Geht, okay, gut. Solange wir Sie noch hören, ist in Ordnung. Ich hatte vorhin angesprochen, das Kirchenjubiläum heute, Ihr Geburtstag, Herr Jung. Streitbar, fromm und politisch, so habe ich es gelesen, so nennt sich die EKN selbst. Ist richtig, oder? Ja, es wird ja auch immer medial sehr schön. Also ich habe jetzt diese Woche eine
Überschrift gelesen, die hieß irgendwie Hauptsache aufmüpfig oder so. Wie würden Sie denn die Reihenfolge machen? Streitbar, also fromm, politisch? Was nein, zuerst? Das würde ich, also mit Etikettierung ist das immer ein bisschen schwierig. Mhm. Ich glaube, wir versuchen als EKN, als Kirche wirklich unseren Glauben zu leben. Und wenn man das sagt, das ist fromm, dann gehört das an die erste Stelle. Und Glauben heißt, christusorientiert zu leben, immer wieder zu fragen. Da ist so ein bisschen im Stammbuch der EKN die alte Frage von Martin Niemöller, was würde Jesus dazu sagen? Das ist manchmal gar nicht schlecht, so zu fragen, wenn man das nicht naiv überträgt und sagt, na, gibt es denn da jetzt was, was man wörtlich befolgen muss? Nein, was würde Jesus dazu sagen, wenn er heute in dieser Situation wäre? Und gibt es dann Dinge, die man aufnehmen kann, auch um uns heute zu orientieren? Die Frage ist, glaube ich, wichtig. Und das ist immer auch eine Frage nach dem Zusammenleben von Menschen. Es ist immer die Frage, wie wir unsere Gesellschaft gestalten. Gibt es da Menschen, die wir auf die Seite drängen? Gibt es Menschen, die an den Rand gedrängt werden, Menschen, die unter Druck geraten? Und weil wir so denken und fragen und uns das aufgegeben ist, Gesellschaft gewissermaßen von unten her zu betrachten, das hat Jesus, glaube ich, getan, von unten her zu schauen. Deswegen sind wir auch politisch. Okay. Da kann man nicht einfach sagen, da hält man sich raus, sondern da muss man auch Positionen beziehen, vor allen Dingen im Namen derer, die oft sonst keine Lobby haben. Fromm an erster Stelle und daraus resultieren die beiden anderen. So bringe ich das mal auf den Punkt, wenn ich das richtig verstehe. Dazu gehört, dass man politisch ist. Mhm. Das heißt, Politik, Politeia ist das Gemeinwesen. Das Gemeinwesen kann uns nicht egal sein. Und dazu gehört, dass man auch die Bereitschaft hat, Konflikte einzugehen. Herr Betzing, Sie sind noch neu in dem Bistum. Ein Jahr, oh, was heißt ein Jahr? Sie haben die Probezeit bestanden, ein Jahr. So, wenn Sie so einen Slogan für Ihr Bistum formulieren würden, würden Sie sagen, in Hessen gemeinsam, streitbar fromm, streitbar politisch, oder würden Sie noch etwas dazu nehmen, wenn Sie das ein bisschen griffig für Ihr Bistum Limburg? Also im Bistum Limburg macht das der Bischof nicht allein, dass er einen Slogan kreiert, sondern das würde er durch die synodale Struktur ziehen. Oh je, okay. Dann wird es ein bisschen länger dauern, es käme aber wahrscheinlich was Gutes dabei heraus. Aber ich glaube, wir würden uns als Katholiken auch gut unter diesem Slogan finden. Also das sind die drei Dimensionen, die das Evangelium uns aufgibt. Also was sonst? Wer Jesus folgt, hat einen Blick auf den Vater im Himmel und versucht, die Verbindung dazu zu halten. Er hat den Blick auf die Menschen dieser Erde. Also wer hört im Evangelium, selig die Armen, ihnen gehört das Himmelreich, der muss politisch sein. Ja? Okay, das heißt, erste Bestandsaufnahme in diesen immer gefährlichen Slogans. Aber wenn wir diese drei Stichworte mal aufgreifen, fromm, streitbar, politisch, da finde ich beide Kirchen in Hessen drunter. Erste Bestandsaufnahme. Gut, haben wir schon einen Beschluss heute. Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter in Sachen Ökumene, in Sachen Kirchenbild. Lieber Betzing, können Sie den Satz zu Ende formulieren, den ich beginne, wenn ich sage, am meisten beeindruckt mich bei den Protestanten, das, Punkt, Punkt, Punkt. Am meisten beeindruckt mich bei den Protestanten, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, also kann ich sagen, Ihre persönliche Glaubenskultur, Ihre persönliche Frömmigkeit, zu der es gehört, wirklich beten gelernt zu haben, persönlich beten gelernt zu haben. Das ist das eine. Und das Synodale, also so lange miteinander zu reden, zu diskutieren, auf dem Weg zu sein, bis man ja, in einer gewissen Einmütigkeit auch eine Entscheidung trifft. Das würde auch bedeuten, dass Sie dieses synodale Element im Grunde in Ihrem Bistum jetzt auch stärken wollen. Hört das daraus? Ist in der katholischen Kirche lange Zeit schon, also spätestens seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil gesetzt. Sowohl auf der Ebene der Hierarchie, das heißt der Bischöfe untereinander. Ich komme ja gerade von der Bischofskonferenz. Bischof ist man nicht allein, sondern in einem Kollegium. Und das heißt, wichtige Dinge werden dort kollegial, synodal entschieden. Und die synodale Struktur der Beteiligung von Gläubigen der Gemeinden an allen Prozessen des gemeindlichen Lebens und der Ebenen des Bistums ist 60 Jahre alt, gesetzt durch
das Konzil. Herr Jung, am meisten bei den Katholiken beeindruckt mich, das, Punkt, Punkt, Punkt. Jetzt müssen Sie den Satz vollenden. Dass Sie so schöne Gottesdienste feiern können. Hey. Ich fühle mich manchmal richtig wohl in einem katholischen Gottesdienst. Mich beeindruckt die Liturgie, mich beeindruckt auch die Inszenierung. Also das Letzte, wo wir zusammen waren, war die Einführung des Mainzer Bischofs, langer Gottesdienst. Und das ist schon etwas, was mich nicht unbeeindruckt lässt. Und ganz viel, ganz weiten Strecken kann ich mich in einem solchen Gottesdienst auch richtig innerlich fallen lassen und mich getragen wissen. Und das finde ich wunderbar. Und wenn ich sage, beeindruckt mich am meisten, dann sage ich auch, wir feiern als Evangelische auch sehr schöne Gottesdienste. Aber manchmal zerreden wir auch den Ablauf eines Gottesdienstes. Und geben hier noch eine Anweisung und dort noch eine Anweisung. Und das nimmt mich manchmal so ein bisschen, sage ich, ach, das machen die Katholiken manchmal besser. Das gibt es katholisch auch. Okay. Wenn wir zusammen sind oder wenn du dabei bist, dann ist das immer Mustergottesdienst. Ah ja, okay. Aber das geht natürlich in die Richtung, dass man sagt, okay, die Protestanten, die Kirche des Wortes und die Katholiken sind irgendwie alle so ein bisschen sinnlicher. Gibt es da so ein altes Klischee? Ist das richtig? Das ist ein Klischee. Ist ein Klischee. Okay, gut, gut. Und sind Protestanten puritanischer auch nicht, oder? Ist auch ein Klischee, oder? Ja, doch, eine gewisse Strenge ist schon da. Okay. Also der bewusste Verzicht auf Dinge, die unter Umständen ablenken könnten, um das Wort Gottes in die Mitte zu stellen. Also so verstehe ich eigentlich die evangelische Gottesdiensttradition. Und insofern hat das eine größere Strenge. Katholische Liturgie ist heiliges Spiel auch. Also da ist heiliges Spiel? Heiliges Spiel. So definiert sich die Liturgie der katholischen Kirche. Also ja noch viel stärker in der Orthodoxie. Da ist es im Grunde, der Himmel soll dargestellt werden. Etwas vom Himmel soll spürbar werden. Aber dann sage ich auch, also was wären heute katholische Gottesdienste ohne die Tradition der evangelischen Kirchenmusik, die uns ja unglaublich angeregt hat und geholfen hat, dass sich Menschen beteiligen an diesem heiligen Spiel der Liturgie. Jetzt würde ich aber mal noch, wenn wir über Kirche reden, über Kirchen reden, es ist ja noch ein Plural, es gibt da ja auch immer noch theologische Hürden. So, okay. Worauf ich mal wieder stoße, ist, in der theologischen Lektüre ist das Ämterverständnis, ist das Eucharistieverständnisse. Sie haben gesagt, Sie gehen gern, Herr Jung, in einen katholischen Gottesdienst. Die Katholiken, die katholischen Theologen sagen ja, in der Eucharistie ist der Herr Jesus doch noch ein bisschen präsenter als bei euch Protestanten. Theologisch salopp gesagt. Wie gehen Sie damit um? Also das, ich bin jetzt vor kurzem auch in einer Diskussion drauf angesprochen worden, gesagt haben, ja, ihr Evangelischen, gerade was das Abendmahl angeht, ihr glaubt ja gar nicht, dass Jesus da überhaupt gegenwärtig ist. Und ich sage, nein, glauben wir so nicht. Wir glauben, dass Jesus in, mit und unter Brot und Wein gegenwärtig ist. Selbst das reformierte Denken, das ja eher dieses bedeutet hat, hat in einem ganz tiefen Verständnis der Gegenwart des Geistes eine andere Weise, diese Christusgegenwart auszusagen. Und ich glaube, dass wir bei diesen Fragen des Abendmahles, also diese alte Differenzierung der wirklich realen Gegenwart Christi, der Gegenwart in, mit und unter Brot und Wein oder der bedeuteten Gegenwart Christi, uns sehr gut verständigen können. Ich glaube, da sind wir nicht sehr weit auseinander. Wenn wir sehen, dass es unterschiedliche Weisen, unterschiedliche Zugänge sind, die eine Gegenwart Christi im Abendmahl auszusagen. Und da gibt es eine ganze Menge theologische Versuche, die sehr, sehr weitreichend sind. Die andere Frage ist die, ich glaube, beim Abendmahl trennt uns viel mehr die Frage, wer darf denn das Abendmahl einsetzen? Da kommen wir auf die Ämterfrage. Und ich habe bei den Gesprächen, die wir in diesem Jahr geführt haben,
von katholischer Seite die Frage gehört, naja, ihr müsst schon noch mal ein bisschen genauer darüber nachdenken, wie ihr das mit eurer Ordination meint. Fragen wir doch mal nach. Punkt 1, würden Sie ähnlich wie Volker Jung auch sagen, es sind verschiedene Zugänge zu einer Präsenz, wie auch immer die zu definieren ist? Und das Zweite ist, ja, die Ordinationsfrage, das ist Amtsfrage. Also das alles kann ich gut unterschreiben. Der Unterschied ist, glaube ich, dass Kirche für Katholiken fast unverschämt konkret ist. Also die Konkretheit eines Eingebundenseins in einen Leib, die übernehmen wir vom Glauben daran, dass Gott ein Mensch geworden ist, ein einziger Mensch. Und der hat eine Kirche gegründet, die ganz konkret ist, manchmal anstößig konkret. Und das kann man im Grunde in den Glauben des Amtes, ja, also ein ordinierter, ein sakramental bestellter Leiter der Eucharistiefeier, Leiter der Gemeinde, ein Brot und Wein, das Fleisch und Blut Christi wird, ganz konkret runter. Eine Gemeinde, die durch den Empfang der Eucharistie ein Leib wird. Und im Grunde könnte man das ausfalten in, deswegen ist katholischerseits die Ehe ein Sakrament unter Getauften. Und da gab es, glaube ich, da hängt ganz viel dran, dass das in der Reformation von beiden Seiten nicht mehr verstanden wurde, denn das ist sehr altkirchliche Theologie eigentlich, von beiden Seiten nicht mehr verstanden wurden und dass sich da sozusagen der Ast auch ein Stück gegabelt hat. Und deswegen heute die vielen Bemühungen, dass wir wieder näher zusammenkommen. Wenn Sie sagen, ja, näher zusammenkommen, die verschiedenen Äste, die sich da vergabelt haben, Tatsache ist, behaupte ich jetzt mal, dass in beiden Kirchen, bei all der Theologie, die da eben anklang, die Menschen ist im Grunde überhaupt nicht mal nachvollziehen. Ich behaupte mal, die Hälfte der Katholiken sieht es eher protestantisch, ein paar Protestanten sind es katholisch und jeder sieht es wieder ganz anders. Ist da diese theologische Disput im Grunde überhaupt noch vermittelbar den Menschen? Also das sind zwei verschiedene Fragen. Wahrheit ist keine Frage von Mehrheit. Ja? Also ich frage nicht danach, was soll denn katholisch sein oder was soll evangelisch sein. Das hat ja etwas damit zu tun, wie sehr sich Menschen, und Menschen heute sind frei, gehen von sich aus, sind autonom, bestimmen ihr Verhältnis selber zur Kirche, wie sie sich mit der Kirche identifizieren. Also Wahrheit ist keine Frage der Mehrheit. Den zweiten Teil Ihrer Frage, das sehe ich wirklich als ein Problem. Wie ist vermittelbar, dass wir auch in der Ökumene nicht einfach Einheit, Einheit setzen können, bevor wir uns nicht auch noch einmal auseinandergesetzt haben, nicht nur mit den anderen, sondern auch mit unserem Glauben. Genau. Ja? Mhm. Und da stimme ich Ihnen zu, das verstehen viele Katholiken, kann ich für uns sagen, nicht mehr. Ja, Herr Jung? Ja, also das ist sicher richtig. Also es gibt ja auf der einen Seite, glaube ich, so wirklich eine in einem guten Sinn gefühlte Nähe, auch im Glauben. Und das erlebe ich im Moment auch ganz stark, dass viele sagen, wir fühlen uns doch ganz dicht und ganz nah beieinander. Und das sind wir auch, weil wir uns in den wesentlichen Fragen des Glaubens, dass wir an Christus glauben, dass wir uns von ihm her getragen wissen. Das sind Dinge, die können, glaube ich, viele miteinander gut teilen. Und wir sehen auch, es kommt doch eigentlich darauf an, dass wir als Christinnen und Christen in dieser Welt zusammenstehen. Wir haben einen Auftrag. Und das muss doch deutlich werden, dass wir da zusammen sind. Das fühlen viele. Und das, dann haben wir die andere Seite. Und dann sehen wir aber, dass wir von unterschiedlichen Traditionen herkommen. Die, und das finde ich jetzt für solche Überlegungen wichtig, ich würde erst mal sagen, die je ihren besonderen Wert haben. Und dann müssen wir uns gegenseitig beschreiben, wie wir uns da wahrnehmen und auch entdecken, wo die jeweiligen Stärken und vielleicht auch die Schwächen sind. Da, ich muss es ein bisschen ausholen, wir sind ja auch jetzt nicht im Fernsehen, sodass wir die Sendezeit genau... Ich würde
Wir kennen uns schon. Das Kirchenverständnis, ja. Das ist schon sehr wichtig. Was Georg Betzing beschrieben hat, ist ja im Grunde genommen, dass die katholische Kirche die Kirche selbst als das Grundsakrament versteht. In der Kirche selbst ist Christus präsent. Und die Ämter der Kirche dienen dazu, diese Präsenz zu sichern. Das ist nach meiner Wahrnehmung das katholische Verständnis. Ja. Und wir von der evangelischen Seite her, und das Luther hat in der Abgrenzung gegenüber der damaligen katholischen Kirche gesagt, das ist zu viel, das ist zu streng, das ist zu manifest. Und natürlich hat er ja auch in der Auseinandersetzung mit dem Papst dann die Hierarchie kritisiert. Dann hat er gesagt, das kann es doch nicht sein. Es reicht doch, wenn wir sagen, Kirche ist dort, wo das Wort und die Sakramente recht verwaltet werden. Okay, das muss ich fertig erklären. Und da hat er was anderes gegenübergestellt. Er sagt, es kommt mehr darauf an, was jetzt in uns passiert und mit uns passiert. Und wenn man diese beiden Modelle nebeneinander stellt, kann man vielleicht spüren, dass beides eine Berechtigung hat. Und jetzt müssen wir versuchen zu sagen, wie weit sind da die Schnittmengen? Und an dem Punkt stehen wir. Okay, an dem Punkt stehen wir. Et res bicke finem. Und bitte bedenke das Ende. So, okay. Das Ende meine ich jetzt, auf was soll es eigentlich hinauslaufen? Ich verstehe diese unterschiedlichen theologischen Traditionen. Ja. Sie haben das sehr schön eben nochmal dargestellt. Aber jetzt frage ich mich, auf was zielt eigentlich, Herr Betzing, auf was zielt Ökumene ab? Die offizielle katholische Lesart und unum sin, dass sie alle mal eins sind. Ja. So, wenn ich das höre, dieser Einheitsbrei, Entschuldigung, ist das wirklich das Ziel, dass alle eins sind? Oder können nicht die Traditionen ganz unterschiedlich nebeneinander bleiben? Was wollen wir am Ende? Das widerspricht sich ja gar nicht. Also die katholische Sicht ist, also wir beten und arbeiten, erhoffen und ersehnen eine sichtbare Einheit aller Christen. Also das ist deutlich und sie wird sichtbar. Sie ist sichtbar manifest, wenn wir gemeinsam Eucharistie-Abendmahl feiern können. Also diese Gemeinschaft des Mahls, also die das muss gelingen. Das ist das Ziel. Das heißt aber nicht, also was ist das Bild von Einheit? Also die evangelische Kirche hat ja da wirklich sehr gut vorgelegt, denn das muss man ja auch sagen, evangelische Christen der unterschiedlichen Bekenntnisse gehen auch erst seit 73, Leuenberger Konkordat. Seit Leuenberg, 73. Haben sie Abendmahlsgemeinschaft. Also das ist noch nicht lange her. Und dem lag das Verständnis zugrunde versöhnte Verschiedenheit. Also wir bleiben verschieden, aber wir leben versöhnt. Das ist ein Einheitsmodell. Das Einheitsmodell, was gar nicht mehr geht, überhaupt nicht, ist Rückkehrökumene. Was in der Okay, da würden Sie auch klar sagen, was Sie müssen nicht wieder unter unseren Mantel kommen. Nein. Gut. Also, wir leben von der Vielfalt. Das ist ja doch, glaube ich, die Erfahrung von gut 50 Jahren ökumenischem Miteinander, wie sehr wir einander bereichern, wie sehr wir einander Anstoß geben, unseren eigenen Glauben zu reflektieren und konsequent zu leben, weil wir uns gegenseitig hochschätzen gelernt haben. Und da müssen wir deswegen, also ich denke, also das Bild der Einheit ist klar, sichtbar und Abendmahl, aber ich denke in einer längeren Perspektive, denn das geht nicht so schnell. Wir müssen wirklich noch miteinander die Praxis des Glaubens üben. Jetzt frage ich mal ganz konkret, in welchem Zeitraum diese Gemeinschaft des Mahles, jetzt nicht nur in einzelnen bikonfessionellen Ehen, sondern diese Gemeinschaft des Mahles, glauben Sie konkret, dass Sie in Ihrer Zeit als Bischof von Limburg das noch erleben werden? Ich hoffe das, dass ich es zu meinen Lebzeiten noch erleben könnte. Dann hätte ich einen Spannungsbogen erlebt, wenn ich in meine Kindheit schaue. Da wusste man kaum, dass es auch evangelische Kinder gibt. Ich bin an einer katholischen Volksschule eingeschult im ersten Schuljahr. Im zweiten Schuljahr gab es eine Grundschule und Volksschule. Im dritten Schuljahr erst kamen evangelische Kinder dazu. Und dann hätte am Ende, wenn es am Ende meines Lebens, wenn wir dann gemeinsam Abendmahl feiern können, es wäre wunderbar. Ganz kurze Frage, ja oder nein? Ist das für Sie, Herr Jung, auch ein realistischer Zeithorizont?
Ja. Also auch in Ihrer Amtszeit noch? Weil abgesehen davon, dass niemand weiß, wie viel Zeit wir zur Verfügung haben, will ich also eine kleine Hoffnung markieren. Ich meine, das ist jetzt sehr, sehr ehrgeizig. Aber wenn wir 2021 in Frankfurt ökumenischen Kirchentag feiern, wenn bis dahin in dieser Frage etwas mehr geschehen könnte, wäre toll. Aber ich gebe Ihrem Betzinger recht, das braucht Zeit. Und das darf man an der Stelle auch nicht überall. Da braucht es wirklich auch noch Gespräche. Aber die Basis, die da ist, die ist sehr groß. Da ist ganz viel aufeinander zugelaufen. Ich will es auch noch mal unterstreichen. Das heißt nämlich nicht, dass klar ist, von katholischer Seite, die Evangelischen müssen jetzt alle katholisch werden. Genau. Und umgekehrt gilt von unserer Seite auch nicht, die Katholischen müssen jetzt evangelisch werden. Ich war neulich ganz überrascht in der Diskussion, dass wir sagen, das ist jetzt schon viel zu weit mit der Ökumene. Und das war ein ganz strammer Katholik. Der hat gesagt, jetzt müssen wir alle evangelisch werden. Nein, sie dürfen katholisch bleiben. Wir wollen versuchen, einen Weg zu finden, dieses so zu leben, dass wir die jeweiligen Stärken, auch konfessionellen Prägungen leben können. Das heißt nicht unbedingt organisatorisch eine Kirche werden, sondern in der Vielfalt Kirche sein können, aber im Kern verbunden und zwar dann auch sichtbar verbunden. Das Stichwort 2021, muss ich kurz sagen, als Sie das eben in den Raum warfen, da gucken Sie so ein bisschen gen Himmel, Herr Betzinger. Ja, da haben Sie so ein bisschen gen Himmel hochgeguckt. Ja. Das ist die richtige Richtung, immer. Okay, sehr schön, okay, gut. Vor allem, wenn es um die Frage der Einheit geht, also klar ist ja, es ist das sehnlichste Gebet Jesu, dass alle, die du mir gegeben hast, eins seien. Und wir haben es versaut, das muss man ganz klar sagen. Nicht wir persönlich, aber unsere Vorfahren in Zeiten und die Reformation, die jetzt begangen wird mit ihrem großen Fortschritt, eben auch verbunden mit einer Spaltung, die, ob die gewollt war und ob Luther das gewollt hat, kann man wirklich bezweifeln. Sie ist geschehen und ist ja nicht die einzige. Ja? Also wir sind auch noch nicht am Ende, wenn wir evangelisch-katholisch im bilateralen Dialog sind. Wir sehr weit, haben viel Erfahrung miteinander, aber wir leben in einer weltweiten Ökumene. Ich sage mal, auf der einen Seite die Pfingstler sind Christen. Dann die Orthodoxie. Die Orthodoxie auf der anderen Seite, ja. Die orientalischen Christen, die nochmal eigene Wege haben. Also es gibt ja im Laufe der 2000 Jahre Kirchengeschichte viele Spaltungen. Und eigentlich das Bemühen muss dahin gehen, dass alle zu einer Einheit kommen. Jetzt würde ich, Stichwort Ökumene, einen Gedanken gerne aufgreifen, der ist in den letzten Tagen auch mal klar geworden, auch als die Bischöfe, die katholischen Bischöfe in Fulda zusammentagen. Da gab es ja auch so ein bisschen ökumenischen Disput im Vorfeld, Stichwort Kardinal Wölki und ein paar andere. Sie haben es vielleicht in der Presse gelesen. Dem Kardinal ging das alles ein bisschen zu schnell. Und der Kardinal Wölki, der hat etwas ganz Interessantes, fand ich aber, diagnostiziert. Er sagte theologisch, okay, da müssen wir noch miteinander weiter diskutieren, aber die eigentliche Bruchlinie, sagt er, ist oft in sozialethischen Fragen. Und das finde ich hochinteressant. Da sollten wir im Moment noch mal drüber nachdenken. Er hat Lebensschutz, Sterbehilfe angesprochen, Biotechnologie, wo er sagt, die Protestanten, Stichtagsregelung damals, haben ein anderes Menschenbild teilweise auch. Wir machen es mal an einem sozialethischen Thema fest. Morgen ist der 1. Oktober. Morgen beginnt das Gesetz Ehe für alle. Sie haben es freudig begrüßt. Sie haben sich da sehr zurückgehalten bei dem Thema. Ist das so ein Beispiel, wo dann doch die Ökumene sehr unterschiedlich ist? Die unterschiedlichen Auffassungen, die verteilen sich nicht nur einfach auf die katholische und die evangelische Kirche. Die gibt es auch in beiden. Die gibt's auch in beiden Kirchen. Also das muss man erst mal konstatieren. Also natürlich kann man jetzt versuchen, auf der Ebene von offiziell geäußerten Meinungen und Lehrmeinungen, wie auch immer, reden. Aber ich glaube, das macht doch noch mal deutlich, wir sind in diesen Fragen, auch gerade in diesen ethischen Fragen, immer auf der Suche nach einem Weg. Und in der evangelischen Kirche ist es vielleicht etwas ausgeprägter, dass diese Positionen auch stärker miteinander diskutiert werden und ausgetragen werden. Und da gibt es dann eine Öffnung. Es gibt
etwas andere Sicht auch auf die gleichgeschlechtlichen Paare, wobei ich ja auch aus der katholischen Kirche ganz, ganz viel Wertschätzung für gleichgeschlechtliche Paare gehört habe. Aber man muss auch katholischerseits sehen, da steht ein sakramentales Eheverständnis dahinter. Das sind genau die Dinge, die uns an den Punkten trennen. Aber ich glaube, dass die gerade in diesen Fragen die unterschiedlichen Positionen uns nicht trennen müssen. Ich mache da eine Unterscheidung zwischen dem, was Glaubenskern bedeutet, der Verbindung der Gläubigen zu Christus und dem Weg, den wir gehen, wo wir uns orientieren müssen. Dann würde ich mal konkret bei Ihnen nachfragen, lieber Herr Bischof Betzing, morgen tritt das Gesetz in Kraft, 1. Oktober. Mir ist damals aufgefallen, dass es im Bundestag so hitzig dann beschlossen wurde und so weiter. Es gab der Kardinal, der Vorsitzende, der Bischof, alle haben so groß sich geäußert. Von Ihnen habe ich da relativ wenig zugehört. In kluger Weisheit zurückhalten, so interpretiere ich das mal. Würden Sie denn auch so weit gehen zu sagen, Thomas Sternberg, ZDK-Präsident, hat heute in einem Interview gesagt, wir müssen auch in der katholischen Kirche Formen finden der Segnung, egal wie wir es nennen. Würden Sie sagen, so etwas wäre auch für uns in der katholischen Kirche eine Aufgabe auf Zukunft? Also ich verstehe Thomas Sternberg, ich habe ihn zwar am Donnerstag gesehen, da hat er das aber noch nicht gesagt. Ein Interview müsste, heute Morgen. Ja, ich hab's, war ja, die erste Nachricht, ja, ja. Auch im Hessischen Rundfunk und Deutschlandfunk. Ich müsste ihn erstmal fragen, ich verstehe Sie jetzt nicht im Moment, denn Sie haben gegen das Gesetz ganz klar Stellung bezogen, auch im Namen des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, gegen die Öffnung der Ehe für alle, also diese im Grunde ja Verfassungsänderung, die da stattgefunden hat. Ich glaube, er möchte einen Segensweg, ja, das sucht er, glaube ich. Ja, aber ich verstehe nicht, wenn er auf der einen Seite sagt, ich trage das nicht mit und jetzt sagt, es brauchte Formen der Segnung. Also da müsste ich mit ihm erst noch mal reden. Was würden Sie denn als Pastoraltheologe sagen? Müssen wir für diese Menschen einen Weg finden jetzt? Also ich bin, also wir haben ja in unserem Bistum die Situationen auch. Homosexuelle Menschen wollen mit Kirche leben. Mhm. Und das ist vollkommen klar, dass wir sagen, es gibt keinen Grund, keinen Anlass und in irgendeiner Weise diese Menschen abzustempeln oder auszuschließen, eine Wertschätzung ihnen gegenüber in geringem Maße vorzunehmen. Sie sollen ihren Platz haben. Und dazu gibt es im Bistum Limburg auch wirklich gute Angebote. Ich habe mich da informiert. Wir haben Frankfurt, da ist die Problematik verschiedengeschlechtlicher Lebensgemeinschaften, Ausformungen. Und das betrifft ja nicht mehr nur homosexuelle Männer und Frauen, sondern geht in viele andere Richtungen. Also diesen Menschen muss man begegnen, muss ihnen auch Möglichkeiten geben, sich in Kirche zu beteiligen, Gottesdienst zu feiern und, und. Da habe ich mich kundig gemacht. Ich merke natürlich, das erwarte ich auch, der Druck wird jetzt groß werden auf die katholische Kirche, wenn jetzt staatliche Ehe möglich ist. Was macht ihr denn? Und da muss ich sagen, wir sind in einer gewissen Hilflosigkeit. Volker Jung hat das deutlich gemacht. Für uns ist die Ehe Sakrament. Das heißt, heute müssen wir sagen, die Ehe zwischen Mann und Frau ist Sakrament. Das hat etwas mit der Schöpfung zu tun. Gott hat den Menschen als sein Bild geschaffen, als Mann und Frau schuf er sie. Und wenn die katholische Kirche sagt, die Ehe ist ein Sakrament, dann bezieht sich das auf diesen großen Bogen, auf die Treue Gottes, die dort sichtbar wird. Und für diese Form der Verpartnerung haben wir auch eine liturgische Form, nämlich das Sakrament. Für keine andere Form der Verpartnerung, wir haben ja viele, die ohne sakramental verheiratet zu sein, zusammenzuleben, auch die können nicht sagen, ja, gib uns wenigstens Segen. Dann würde ich nämlich fragen, was heißt denn Segen? Du willst und ihr seid katholisch, dann ist das eigentlich Sakrament. Das ist ja der Punkt. Das heißt, okay, die spenden sich selbst dann das Sakrament. Ja, ja, so ist es. Das heißt, ich kann... Das könnte ein theologischer Ausweg sein. Wir können eigentlich nicht etwas anbieten, das dann auch, ich erlebe das natürlich immer, es gibt ja auch da, ich sage mal, eine gewisse
Grenzüberschreitung schon einmal, dann kommt das vor. Dann fragen Leute, was war das jetzt? So, was sagen Sie dazu, Bischof? Aber ich spüre aber bei Ihnen schon, dass Sie selber sich in einem Prozess befinden. Wir müssen uns ja damit auseinandersetzen. Okay. Ganz kurz noch Volker Jung, dann würde ich ganz gerne... Also einmal will ich erstmal signalisieren, ich habe da großes Verständnis für, wenn man auch theologisch um diese Position so ringt. Gerade wenn man in der katholischen Theologie das Eheverständnis mit dem Sakramentsverständnis verknüpft hat, was dann ganz viel auch mit der Möglichkeit eines verschiedengeschlechtlichen Paares begründet ist, Kinder zu zeugen. Das greift ja alles tief ineinander. Und wir sind aber jetzt, und das ist eigentlich die Herausforderung, und ich glaube, da tun wir uns dann in der evangelischen Theologie etwas leichter, weil wir dieses Sakramentsverständnis nicht bei der Ehe haben. Wir haben gesagt, es gibt zwei Sakramente, es ist Taufe und Abendmahl. Das heißt, das ist nochmal eine andere Herangehensweise. Und wir stehen aber jetzt vor der Herausforderung, es ist ja auch bei uns nicht leicht gewesen, zu einer neuen Beurteilung der Homosexualität und auch anderer Formen, Transsexualität, Transidentität zu kommen. Also wenn Menschen gar nicht sich richtig zuordnen können. Sagen wir jetzt, bleiben wir in einer Tradition, die sagt, das ist irgendwie alles doch nebenbei und das gehört irgendwo nicht hin. Und oft wurde das ja auch moralisiert und wurde gesagt, das darfst du auch dann nicht leben. Ja. Und es wurde mit Schuldzuweisung und es wurde mit Krankheit und Sünde belastet. Und da merken wir doch, dass wir damit den Menschen nicht gerecht werden. Okay, auch das ist mir wichtig. Ja, klar. Damit es nicht in ein... das wird von außen ja manchmal gesagt, das macht ihr alles so leichtfertig. Wir haben die Herausforderung, Menschen gerecht zu werden, die für sich selbst sagen, das ist meine Grundveranlagung. Mhm. Und da müssen wir sowohl seelsorgerlich als auch dann liturgische Wege finden. Und ich glaube, das macht es nicht leicht. Und es macht aber auch deutlich, wir sind immer auch in Entwicklungen begriffen. Christsein heißt doch nicht, wir haben irgendwo einen Katalog, wo man Dinge abhaken kann, so musst du es machen. Sondern wir entwickeln uns, zum Glück. Und da gibt es neue Herausforderungen. Und denen müssen wir uns theologisch stellen. An solchen Punkten stehen wir. Ich gehe davon aus, diesen Entwicklungsprozess, würden Sie, also das ist ein Prozess, auf den sich auch katholische Kirche einlässt, egal wo es hinführt. Oder, soweit würden Sie noch unterschreiben? Also, wir müssen den Menschen gerecht werden, hat Volker Jung gesagt. Wir müssen uns der Wirklichkeit stellen, das ist das eine. Auf der anderen Seite, wir müssen der tradierten Offenbarung auch treu bleiben. Okay. Und das ist der Spagat, in dem wir stehen. Also das Eheverständnis, das hat sich ja tatsächlich erst mit der Reformation geteilt. Mit der gesamten Orthodoxie teilen wir das sakramentale Verständnis der Ehe. In der gesamten katholischen Weltkirche teilen wir dasselbe Verständnis. Und da gibt es keine regionalen Antworten. Das ist ja manchmal unser Problem einer Gesamtkirche. Katholische Kirche. Ja, katholische Kirche. Ja. Und ich will das nochmal sagen, das Thema Homosexualität wurde ja berührt, auch in der Familiensynode, findet sich auch im Niederschlag in dem nachsynodalen Schreiben des Papstes. Aber ganz klar zu der Frage Partnerschaft und Segnung ist eine Absage erteilt. Ja. Und das ist, ich sage mal, ich würde den Bogen jetzt mal deswegen schließen, weil wir sitzen zwar nicht im Fernsehen, sonst kriege ich Ärger nachher von der Zeit her, weil ich glaube, eins ist klar geworden, die unterschiedlichen Traditionen und gleichzeitig das Ringen um Menschen und die Wirklichkeit, in der sie leben. Ich würde jetzt aber genau dieses Stichwort der gesellschaftlichen Wirklichkeit noch für unsere Schlussrunde kurz aufgreifen, weil wir natürlich durchdekliniert an diesem Beispiel der Ehe für alle und an anderen gesellschaftlichen Fragen natürlich darüber nachdenken müssen, welche Rolle eigentlich Kirche, beide Kirchen, beanspruchen in dieser Gesellschaft. In einer Gesellschaft, die zunehmend eine säkulare Gesellschaft ist, von der wir feststellen, die größte Gruppe ist diejenige der Konfessionslosen. Die Zahlen werden sich weiter in diese Richtung entwickeln. Und gleichzeitig erheben, so erlebe ich das, beide Kirchen ja einen Anspruch. Sie kennen das aus unseren Gesprächen auch im Fernsehen. Ich bringe es mir auf diesen Punkt, die Frage, wozu
lieber Jung, braucht eigentlich dieses Land die Kirchen? Nochmal, warum sind die Kirchen unverzichtbar? Was ist Ihr Anspruch für dieses Gesellschaftliche, dass Sie sagen, selbst wenn wir immer weniger werden, ist es wichtig, dass wir da sind? Das ist ein altes Thema zwischen uns, da haben wir uns schon oft drüber gestritten. Ich habe Ihnen das immer versucht auszureden. Das ist die falsche Frage, sagen das Sie, oder? Das ist die falsche Frage ja. erst. Also da sind wir uns schon wieder einig. Das ist denke, was ist denn das für eine Frage? Was, Journalisten sind so nüchterne Fragen, ja, die wir brauchen. Also Sie also unterstellt doch so ein fast theokratisches Modell. Genau. Als würden wir als Kirchen einen Anspruch erheben, einer Gesellschaft zu sagen, wo es lang gehen muss. Exakt. Diesen Anspruch haben wir nicht. Ja, mehr. Ganz klar. Okay. Mehr. Nicht wir mehr. Es war mal so. Es gab Zeiten. Es gab Zeiten. Ja. Es gab Zeiten, wo auch das Verhältnis anders war. Aber wir sagen ganz bewusst nicht. Ja. Und ich sage auch, ein solcher Anspruch ist unserem Glauben nicht gemäß. Mhm. Wir haben den Glauben zu leben. Und wir haben uns zu orientieren. Und das, was wir aus Glaubensüberzeugungen denken und meinen, zum Zusammenleben beitragen zu können, das äußern wir und sagen wir. Und wir geben es damit in einen Staat hinein, der auf einen Diskurs angelegt ist. Das bedeutet nicht, dass wir uns zurückhalten müssten, so wie andere, alle anderen, die ihre Position in diesen Diskurs einbringen können. Aber wir dürfen und wollen es nicht mit einem gesellschaftlichen Dominanzanspruch tun. Sie haben gesagt, nicht mehr. Ist das auch in der katholischen Kirche, dass man eigentlich im Grunde sich ein Stück weit zurückgezogen hat, weil man sagt, also wir haben nicht diesen Dominanzanspruch und trotzdem wollen wir gestalten? Also diese ja. Also das ist ja kein aktiver Prozess gewesen, sondern es ist der Kirche, den Kirchen Gott sei Dank genommen worden, ein Staatskirchentum. Ja? Also Kirche, die Staat macht. Das war über das ganze Mittelalter hinweg verbreitet und hat sich auch durch die Reformation nicht verändert. Das ist uns Gott sei Dank genommen worden, damit wir evangeliengemäßer Kirche sein können. Denn Jesus hat ganz klar unterschieden. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, Gott, was Gottes ist. Beides hat sein Recht. Ich bin froh und dankbar, dass wir in einem gesellschaftlichen und politischen System leben, in dem wir Religionsfreiheit haben. Aber das heißt, auch die Disziplin der Religion nicht auf die andere Seite springen zu wollen, sondern indem wir Überzeugungsarbeit leisten im religiösen Bereich und indem die religiöse Überzeugung der Bürger und Bürgerinnen den Staat prägt. Das ist der Weg, wie wir Verantwortung zu übernehmen versuchen. Natürlich leben wir immer noch, das geht mir immer so, wenn wir den politisch Verantwortlichen, gerade in unseren Ländern, ob das Rheinland-Pfalz ist, ob das Saarland kenne ich noch gut, ob das Hessen ist, wir leben in einer kooperativen Situation. Unser Staat ist weltanschaulich neutral, aber er setzt auf die Kirchen als großen Verantwortungsträgern, die Erziehungsarbeit leisten, Werte bilden, im sozialen Bereich ganz stark sich engagieren, mit dem Geld und den persönlichen Potenzialen von Kirchenmitgliedern. Und deshalb haben wir ein hohes Ansehen immer noch, aber wir sind nicht die Mehrheit. Ja? Okay, ich würde gerne ein Stichwort aufgreifen. Sie haben von der Glaubensüberzeugung gesprochen, Herr Jung. Ich glaube, das religiöse Fundament. In diesem Reformationsgedenkjahr oder Jubiläumsjahr, Gedenkjahr, hat die EKN einen tollen Slogan: Gott neu entdecken. Habe ich richtig zitiert, oder? Ja. Gott neu entdecken. Wie finden Sie den Slogan, lieber Betzing? Ich finde den klasse, weil er im Grunde die Übersetzungsarbeit leistet. Das war ja eigentlich der große Wurf Martin Luthers. Also wie kann ich aus einem mich fesselnden Gottesbild herauskommen in ein begnadetes, in ein Gottesbild, das mich frei lässt? Da hat Martin Luther für uns alle etwas erstritten, was zum urchristlichen Fundament dazugehört. Würden Sie als katholischer Theologe sagen? Ja, selbstverständlich. Das sage ich nicht nur als Einzelner, sondern Rechtfertigungslehre gibt es keine trennenden Unterschiede zwischen Lutheranern, mittlerweile auch den Reformierten und den Katholiken. Das ist der große Wurf und das geschah, indem er Gott neu gedacht hat. Mhm. Ja? Und unsere Verantwortung ist es, das heute zu übersetzen. Ich habe den Kirchenpräsident gehört, er war Gastprediger im Limburger Dom in der Fastenzeit. Da hatten wir
das Thema Reformationsgedenken. Und ich muss wirklich sagen, weiß er auch, in einer wunderbaren Weise hat er den Bogen geschlagen zu den Fragen von heute. Wie denken wir Gott in einer Zeit, in der jeder Einzelne zunächst einmal von sich ausgeht? Er hat gar keine andere Möglichkeit mehr, als erst ich zu sagen und dann anderes zu denken. Die Welt, andere Menschen, seinen Gott. Wie denken wir Gott in dieser Zeit? Ja, das ist die große Herausforderung, vor der wir stehen. Wie befähigen wir Menschen dazu? Ich würde das nochmal aufgreifen. Herr Betzinger hat dann von Ihrer Predigt gesprochen, diese Frage, Gott neu denken, dahinter steckt auch, vor einem Jahr saßen wir zusammen in Frankfurt mit Kardinal Kaspar, er hat von der Gotteskrise unserer Zeit gesprochen, von der Glaubenskrise. Der Satz Gott neu denken heißt ja eigentlich auch den Menschen im Grunde neu die Möglichkeit zu denken, jeder Mensch, jede Generation hat auch ein anderes Gottesbild aus einer anderen Welt und Realität heraus. Müssen wir da nicht auch sozusagen neue Wege finden? Ja, also ganz, ganz bestimmt. Und dieses Gott neu entdecken zielt auch erstmal darauf, dass Menschen für sich die Gottesfrage neu stellen. Mhm. Also die Frage erstmal stellen. Du glaubst, dass sie immer die Frage stellen. Also bei Luther war es ja in der Tat so, wie Georg Metzing es beschrieben hat, ein Stück die Befreiung aus einem fixierten, auch falschen Gottesbild. Und abgesehen davon, dass ich das für uns alle immer wieder mal als Frage stellen kann, dass wir uns von eigenen Gottesbildern lösen müssen, das bringt's Leben mit sich. Mir hat einmal jemand wunderbar gesagt, wissen Sie, als Kind hatte ich eine ganz klare Vorstellung, wie das mit Gott ist. Und dann im Lauf des Lebens bin ich richtig durcheinander geraten. Und dann hat jemand gesagt, ja, wissen Sie, wie das ist mit dem Kinderglauben, ist das wie mit den Milchzähnen. Die müssen ausfallen. Es ist nur wichtig, dass dann ein neuer Glaube da ist. Ein reiferer Glaube, ein Glaube, der sich entwickelt. So müssen sich unsere Bilder von Gott mit unserem Leben auch weiterentwickeln. Und darauf zielt dieser Impuls. Denk doch mal drüber nach, was hast du für ein Bild von Gott? Und hast du wirklich, nimmst du das auf, was auch in aller Breite uns über das biblische Zeugnis der Verkündigung von der Schönheit, der Größe, der Liebe Gottes gesagt ist, so dass es dich im Leben stärkt und nicht niederdrückt? Das ist die Frage. Und dann eben die anderen vielen Zeitgenossen, die wir erstmal auf diese Frage stoßen müssen. Herr Betzing, zum Schluss, wir sind ja mitten in der hohen Theologie drin, aber ich versuche das nochmal zuzubinden. Gotteskrise, Glaubenskrise, Kirchenkrise schieben wir einfach mal beiseite. Wir bleiben mal bei der Gotteskrise. So. Erleben Sie das auch in Ihrer eigenen Biografie mit den Milchzähnen? War ein schönes Bild. Oder andersrum, ich denke gerade, Johannes zu Elz, Frankfurter Stadtdekan, der hat unlängst mal in einem Gespräch bei mir im Fernsehen gesagt, ich muss sagen, ich glaube, je älter ich werde, immer weniger. Aber das, glaube ich, umso mehr. Würden Sie es auch so formulieren? Nein, das würde ich nicht so formulieren. Also ich erlebe, je älter ich werde, die größere Faszination des Reichtums eigentlich, den unsere Tradition und Glaube ist ja nicht ein Punkt, sondern ist eine ganze Landschaft. Und die sehe ich vor mir und habe in bestimmten Lebensphasen einen Teil, also ist wie eine, ich sage mal, Landesgartenschau oder so, ich entdecke ein Blumenbeet, ich finde es fantastisch, in einer bestimmten Lebenszeit. Und dann komme ich mit anderen Fragen, mit anderen Lebenserfahrungen, mit anderen Sorgen und entdecke etwas anderes. Also der Glaube ist für mich eine faszinierende Landschaft. In der Theologie haben wir die Stufen der religiösen Entwicklung durchexerziert, der Religionssoziologen, um auch zu wissen, etwa wie, was muss ich denn im Unterricht voraussetzen, wenn ich mit Grundschulkindern zu tun habe, wenn ich mit Kindern vor der Adoleszenz und danach zu tun habe. Und da kann man ganz gut durchexerzieren, wie sich der Glaube, wie die Milchzähne ausfallen und wie dann ein reifer, erwachsener Glaube wächst. Ich glaube aber, das ist eines der Probleme, deshalb haben wir im Bistum Limburg im Prozess der Kirchenentwicklung, sagen wir, wir brauchen neue Formen, mit Erwachsenen da in einen Dialog zu gehen. Auch über Glauben zu reden. Ja, ganz über Glauben zu reden und ihnen auch zu helfen, unter Umständen einen Sprung zu machen. Manche Glaubensbiografie oder Kirchenbiografie bricht ja erst mal ab nach der Jugendzeit.
und setzt dann wieder an im Erwachsenenalter. Und dazwischen ist ganz viel passiert in den einzelnen Menschen, was kaum reflektiert ist. Und das meine ich mit katechetischen Prozessen, damit Erwachsene erwachsen glauben können und auch über ihren Glauben erwachsen reden können und wie Erwachsene beten können. Da glauben wir noch viel zu viel an einen natürlichen Automatismus, den es nicht gibt. Finde ich spannend. Ja. Gott neu entdecken, das heißt auch in den Gemeinden, diesen katechetischen Prozess, drüber zu reden. Über das zu reden, was ich glaube oder nicht mehr glaube. Ganz herzlichen Dank. So. Ganz herzlichen Dank. Gott neu entdecken. Ich merke mir die Milchzähne, ich merke mir die Landesgartenschau und ich merke mir die Notwendigkeit, in den Gemeinden, protestantisch wie katholisch, darüber zu reden. Offen und ehrlich mit allen Zweifeln. Herzlichen Dank. Jetzt haben wir ein weites Feld abgedeckt. Danke, Herr Jung. Herzlichen Dank, Herr Betzing.